Heute erzähle ich dir eine Geschichte, die von historischen Fakten inspiriert ist. Kreative Elemente mit Hilfe von künstlicher Intelligenz lassen die Vergangenheit lebendig werden. Maria de Medicis Kammerzofe und enge Vertraute Leonora Galigai wird uns aus ihrer Sicht erzählen, wie es zu dieser Tragödie kommen konnte. Sie selbst verlor ihren Kopf. Ihre einst mächtige, kluge Königin starb vereinsamt und verbittert mit 69 Jahren in einem fremden Land. Der eigene Sohn Ludwig XIII. Bezichtigte seine Mutter des Hochverrates, beschlagnahmte ihren Besitz, verbannte und ächtete sie. Aber lassen wir Leonora selbst erzählen. Mein Name ist Leonora Galigai. Ich war die Zofe und ehemals enge Vertraute meiner Arbeitgeberin und unserer französischen Königin Maria von Medici. Heute ist der letzte Tag meines Lebens. Morgen wird mir der Kopf abgeschlagen und mein Körper auf dem Scheiterhaufen verbrannt. In meinen letzten Stunden werde ich euch erzählen, warum mir Hexerei und Hochverrat vorgeworfen wurde und welche Rolle die Königin in dieser Geschichte spielte. Als sechste Tochter im Jahr 1573 geboren, entstammte Maria von Medici aus einer ungeliebten Eheverbindung ihrer Eltern. Dem Großherzog Francesco, der erste von Medici aus der Toskana, und Johanna von Österreich. Meine Mutter kam mit Marias Geburt als Amme in diese reiche und mächtige Familie. Dort erlebte sie die Enttäuschung hautnah mit, weil nach sechs Töchtern wieder kein männlicher Nachkomme geboren wurde. Wenigstens konnte Maria als Tochter politisch günstig verheiratet werden. Im Jahr 1600 wurde die Allianz zwischen der Toskana und Frankreich mit der Hochzeit mit dem französischen König Heinrich IV. Endlich besiegelt. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete ich bereits 12 Jahre als Zofe für Maria und begleitete sie natürlich mit an den Pariser Hof. Pünktlich 9 Monate später wurde der Dauphin Ludwig XIII. Geboren. Am 13. Mai 1610 wurde sie mit Pomp zur Königin von Frankreich gekrönt. Nur einen Tag später wurde ihr Gatte Heinrich IV. Ermordet. Sie übernahm die Regentschaft für ihren minderjährigen Sohn und erweiterte ihren politischen Einfluss. Ein Geflecht von Intrigen ließ nicht lange auf sich warten. Mein Mann Concino Concini, den ich bereits ein Jahr nach Marias Hochzeit heiratete, übernahm wichtige Posten. Unser Einfluss auf die Königin wuchs von Jahr zu Jahr. Wir übernahmen immer mehr Regierungsgeschäfte, konnten unsere Macht stetig ausbauen und die des noch minderjährigen Königs erheblich einschränken. Der Adelsstand fing an zu meutern, denn unser politisches Gewicht wurde zu groß. Bei der Vergabe von bedeutsamen Ämtern und Privilegien haben wir selbstverständlich unsere eigenen Gefolgsleute bevorzugt. Die Königin ließ es einfach geschehen und schürte somit auch den Unmut am Hof. Unser Handeln wurde zunehmend als korrupt und machthungrig angesehen. Die Rache unserer Feinde ließ nicht lange auf sich warten. Angeblich hätten wir auch eine Verschwörung gegen den mittlerweile volljährigen König Ludwig XIII. Angezettelt. Mein Mann wurde ermordet und ich wurde unter dem Vorwurf Hochverrat und Hexerei verhaftet. Vorgeworfen wurde mir mein Einfluss auf Maria und eine Verschwörung gegen den nun volljährigen König Ludwig XIII. Ein weiterer willkommener Vorwand für die Ankläger war meine Fallsucht. Meine Experimente mit Heilkräutern wurden mir zum Verhängnis. Dabei habe ich doch nur versucht, meine Krankheit zu heilen und die Beschwerden zu lindern. Als mein Richter mich fragte, wie mir die Beeinflussung Maria von Medicis gelingen konnte, antwortete ich: Meine Verführungskunst setzt denjenigen mit starker Seele über die schwachen Geister. So werde ich mit erhobenem Haupt auf das Schafott gehen. Dieses Versprechen soll Leonora auch eingehalten haben. Sie ist dem Tod mit Würde entgegengetreten. Für Maria begann eine harte Zeit. Ihr Sohn übernahm die Regierung und verbannte seine verhasste Mutter. Diese floh zunächst mit Hilfe ihres engen Freundes Kardinal Richelieu, der auch erfolglos zwischen Mutter und Sohn zu vermitteln versuchte. Er gab auf und es kam 1631 zum endgültigen Bruch. Richelieu schlug sich auf Ludwigs Seite.
Maria flüchtete sich ins Exil und gelangte über Brüssel, Holland, England, schließlich nach Köln, wo sie am 3. Juli 1642 starb. Damit endet unsere Reise in eine lebendige Geschichte. Abonniere den Kanal und verpasse nicht weitere Beiträge über die wahre Renaissance-History, erzählt mit Fantasy.